Mit 15 bei den Profis des FC Bayern mittrainieren, das ist wohl ein einmaliger Karrieresprung. Für Christians Vater Erwin Früchtl kam das auch überraschend. Zwar ist der Nachwuchstorwart aus Bischofsmais schon seit 1,5 Jahren bei den Bayern, aber bisher war er natürlich nur in diversen Jugendmannschaften im Einsatz. Das haben wir vor Weihnachten erfahren, dass er mitdürft, da hat die FC Bayern angefragt, ob das in Ordnung ist. Ja, wir haben natürlich mit dem Christian geredet, weil der war ja mit der Nationalmannschaft auch fort nach Spanien in einem Trainingslager, aber natürlich wollte er mit den Profis mit, das ist ja ganz klar. Im Trikot des deutschen Rekordmeisters hatte der 1,93 Meter große Christian nicht nur mit seiner Schuhgröße 50 bereits einige Male für Aufsehen gesorgt. Beim Sonnenlandcup in Passau glänzte er vor einem Jahr mit zahlreichen Paraden und sicherte den Münchnern den Turniersieg. Der Wechsel ins Bayern-Internat scheint ihm also gut getan zu haben. Die erste Zeit war es natürlich ein bisschen hart, wie er fort ist mit 14,5 Jahren. Und die Frau hat schon das öfter geweint und so. Vater hat es nicht ganz so hart. Da muss man durch. Wir haben gesagt, er kann das machen, wenn er es machen will. Bereits früh zeigte der kleine Christian, dass er Talent hat. So konnte er bereits bei einem Jugendturnier beim FC Bayern als Torwart mit einem Tor auf sich aufmerksam machen. Woher das unglaubliche Talent des Youngsters kommt, scheint aber ein Rätsel. Ich selber habe nicht gespielt, ich habe Musik gespielt, aber nicht Fußball. Also, aber ich sehe es so, er ist ein Naturtalent. Er ist in die Wiege gelegt worden und er macht seine Sache einfach super gut. Mit 15 neben seinem großen Idol Manuel Neuer trainieren zu dürfen, da wird natürlich ein Traum wahr. Trotzdem wird Christian nicht abheben, da ist sich sein Vater sicher. Nicht der Christian, nicht der originale Niederbayer. Der macht mit Sicherheit nachher in seinen Takt wieder weiter, wie es vorher war. Und da haben wir keine Angst. Vor seinem Wechsel spielte Christian Früchtl bei der Spielvereinigung Grün-Weiß-Deggendorf. Dort haben ihn die Bayern entdeckt. Da hat man schon gewusst, der wird nicht lang bei uns sein. Und das hat man dann auch gesehen. Der war relativ schnell in der Regionalauswahl, ist in die Bayern-Auswahl gekommen. Und dann ist ja eh Bayern schon aufmerksam geworden mit Probetraining und so weiter und so fort. Und auch sein damaliger Torwarttrainer hat sein Talent früh erkannt und versucht, es gezielt zu fördern. Also das Wichtigste ist einmal, vor allem in den jungen Jahren, wenn die zu uns kommen, dass die einfach Fußball spielen können. Also im Tor muss ein Fußballer stehen. Es ist nicht irgendein Individuum, der mit seinen Händen irgendwas anfangen kann, sondern es muss ein Fußballer sein, der Fußball spielt. Wohin die Reise für den Bischofsmeiser noch geht, man darf gespannt sein. Und träumen ist auch von anderer Seite erlaubt. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er seinen Weg macht. Er wird seine ganzen Jugendjahrgänge oder durchlaufen. Und dann in 5, 6 Jahren, wenn der Manuel Neuer mal abtritt, dann ist der nächste Torwart der Christian Früchtl. Also ich glaube, dass zwischen Manuel Neuer und Christian Früchtl kein anderer bei Bayern als Stammtorwart aufläuft. Ein Niederbayer als Nummer 1 beim deutschen Rekordmeister, daran könnte man sich gewöhnen.